Hallo meine Damen und Herren und willkommen zurück zu GTA San Andreas. Ich komme frisch gerade aus dem Film Django, was übrigens ein sehr geiler Film war und ich bin gerade da wieder am Arsch, weil meine Maus gerade abgekackt ist. Da funktioniert es wieder. Ja, ich komme gerade frisch aus dem Film Django, welcher ein sehr guter Film ist. Vom Herrn Tarantino habe ich gerade auch nichts anderes erwartet, aber ich erzähle mal gleich noch ein bisschen was davon, nachdem ich die Tab-Taste gedrückt habe und dass wir uns das Gespräch angehört haben. Go. Rede. Carl, it's Officer Hernandez. Who? Officer Hernandez. I work with Tenpenny and Pulaski. Oh, the bitch. What the hell you want? Hey, show me some respect, boy. Go fuck yourself. You just a bitch. You watch your tone, boy. Now listen, I've got a message from Officer Tenpenny. Don't try and leave town. That would be a big mistake. You hear me? We're watching you. Whatever you say, bitch. Biatch! Auf jeden Fall war ich in Django, der Film war genial. Kann ich jedem nur empfehlen. Er ist sehr sehenswert, mindestens genauso sehenswert wie meine LPs. Hust, hust. Ja, also, wir sind hier stehen geblieben. Was haben wir letztens gemacht? Ist schon eine Zeit lang her, dass ich das letzte Mal gezockt habe. Halt die Fresse, ich versuche hier gerade zu reden, ja? Nimm das bloß weg. Auf jeden Fall wollte ich erstmal was machen. Also, letztens war so ein Kumpel bei mir, ne? Der hat so meine Videos so ein bisschen angeguckt, ne? Ein bisschen bewertet. Und der meinte letztes Mal, wieso holst du eigentlich nur diese komische mickrige Pistole? Junge, steig mal aufs Dach. Steig mal ganz ehrlich aufs Dach. Dachte ich, okay, steige ich jetzt mal aufs Dach, ne? So, dann spring zum nächsten Dach, sagte er mir. Ich sprang zum nächsten Dach. So, und da sehen wir die Tech-9, eine Maschinenpistole. Ja, und da muss ich jetzt auch noch überspringen. Das ist jetzt der gewiefteste Sprung von allen. Aber im richtigen Timing ist das auch kein Problem. Und somit haben wir jetzt auch noch eine Maschinenpistole. Also ein Gewehr, eine Pistole, eine Maschinenpistole, die Tech-9 und Graffiti. Wovon Graffiti natürlich am gefährlichsten ist. Badass, badass. Them shoes is Shut up! Hey, Sh dog, what's up? What the f. Nein! So, da bin ich wieder. Hab wieder alles geholt. Das Spiel ist gerade abgestürzt. Ich weiß nicht, San Andreas hat einfach irgendwas gegen meinen PC. Ich weiß es nicht. Irgendwie habe ich gerade ein paar Probleme mit diesem Spiel. Manchmal akzeptiert er meine Maus nicht. Manchmal stürzt es einfach ab. Also, ich verstehe nicht, was das Problem ist. Ich behandle dich doch nicht. Egal. Begeben wir uns zur nächsten Mission bei Sweet und dann im Drive-Thru. Respect has to be earned, sweet, just like money. So what you saying? You don't respect me? What I'm saying is, speak up, nigga. I'm hungry. Man, shit. Hey, what's man going cannot on? live on bread alone. I know. I tried that shit. Carl, you look a little thin, man. You gotta be hungry, man. Yeah, man, I could what you eat. fools trying to eat? That's What about wrong. some tacos? Tacos again? Hell no. Nah. Chicken, man. No discussion. Man, I don't want no chicken. Carl, you dry. Smoke looks like he gonna pass out. Okay, Smoke hat Hunger. Da fahren wir natürlich was essen. Heftige Mission. Heftig, heftig. Hätte auch einen besseren Weg nehmen können. We all gotta talk about it. They was going for sweet. How you supposed to know that? You know what people Aha. are like. Say they have love for you, but won't say a word. Too damn scared. Some people say they saw a green saber doing the work, then speeding away. Yeah, but people like. Ruhe, Leute. Es geht auf zum Essen. Stopft einfach irgendwas im Mund und haltet die Schnauze und genießt es. Carl, what do you want? You gotta eat to keep your strength up, man. Hey, I'll take a number 9, fat boy. Give me a number 9, just like his. Let me get a number 6 with extra dip. I'll have 2 number 9s, a number 9 large, a number 6 with extra dip, a number 7, 2 number 45s, one with cheese, and a large soap. Smoke hat Hunger, würde ich mal sagen. Hey, sorry, bro. You know I gotta know about mine. I know, CJ, I know. I'm just trying not to think about it, so. I mean, I didn't even know she was hit until it was all over. Yeah, right. Let's eat.
Hey, don't we got beef around here? We've been getting into it with these fools. Das sind Graffiti, das sind Graffiti, verdammt! Ah. Unlike you, I ain't never ate from a trash can. Oh shit, trash can bitch. Yeah, man. Hey, hey, look. Kilo Trey scoping us out. Damn, Ryder, you a jinx. Shit, them motherfuckers headed to the hood. Damn it. This is not a drive-by. Game Leader, in deinem Auto eröffnen das Feuer, sobald ihr neu dabei seid. Ja, so merke ich gerade auch. Shut up, you crazy bird. Ach, da sind noch mehr Leute von denen. Come on. Ryder, sweet. Alter, ballert mal richtig drauf. Genau so geht das. Genau so. Und nicht anders. Genau so ist das geplant, Alter, Leute. Genau so. Ja, ich hab gleich keine Munition mehr. Verdammt! Aber ich hab schon einen Stern. Jawohl, jawohl! Thank you. Da ist noch ein Baller. Fahr zurück zur Sweets Bude, oh yeah. Jetzt kommen auch noch die Bullen mit zwei Sternen. Verdammt! Alter, die reden mir zu viel, Alter. Alter Falter, halt mal die Schnauzen. Ja, Smoke ist fett, Smoke hat Hunger. Aber das interessiert euch. Oh, oh, oh. Der kam jetzt aber rausgerast hier. Say what, Smoke? All you managed to do was eat my damn food up. Yeah, it was getting cold. Y'all coming in for a beer? Nah, baby. I need to get back to the crib. CJ, give me a ride. All right, Smoke, let's go. See y'all later. Jetzt müssen wir Smoke auch noch nach Hause fahren. Der labert uns jetzt auch nochmal dicht. Nein! Ich will Stille haben. Stille! Damit ich was sagen kann. Ich will... Oha. Halt die Klappe. Halt die Klappe, Smoke. Smoke! Schnauze! Ich schwöre, eines Tages bringe ich dich um. Eines Tages bringe ich dich um. Und alle, die schon mal GTA San Andreas gespielt haben, wissen, dass ich ihn wirklich umbringen werde. Und es wird eine Mission sein. Und man muss ihn umbringen. Oh ja. Smoke. Smokey, smoke, smoke. Shut up, nigga. And let me do my thing. Okay. Respekt. Wir haben einen Respekt, einen Plus gekriegt und $200. Ich steig mal aus dem Wagen. Warte, ich glaube, ich kriege jetzt einen Anruf. Anruf? Ich habe jetzt einen Anruf erwartet. Aber keiner mag mich. So, wegen Smoke müssen wir jetzt nochmal zurück zu Grove Street fahren. Wir hätten auch gleich da bleiben können. Die Ballers hier, die regen mich ein bisschen auf. Ja. Also, das war jetzt kein großes Problem. Und jetzt Booyah! Das geht auch besser, aber egal. Ich krieg doch einen Anruf! Mann! Yeah. Hey, CJ, it's sweet. Hey, what's up? Wusste ich doch. Ich wusste, dass jetzt irgendwas mit dem Fitnessstudio kommt. If I wanted nagging, I'd buy a clockwork wife. Just looking out for you, homie. It's all show and respect, you know. Yeah, I guess. There's a gym I go to a couple blocks out from the Grove. Go check it out and get yourself a gangster physique. Ah, yeah. I'll scope it out. Later, man. Wenn du deine Kondition verbessern oder dir mehr Muskeln zulegen willst oder wenn du neue Tricks erlernen willst, dann mach einfach irgendwas. Begib dich zu dem Hantelsymbol auf dem Radar und sieh dir das Fitness-Center an. Schön, dass ich die vorherige Anzeige schön vorlesen konnte. Ich würde sagen, nervt die Musik eigentlich im Hintergrund? Ich weiß gar nicht, ob die nervt.
Mir kommt so vor, als würde sie nerven. Also ich finde die Musik natürlich ganz chillig, aber wenn man meine bezaubernde Stimme dabei nicht hört, ist es dann wirklich noch interessant und sehenswert? Man weiß es nicht. Und da uns jetzt nicht so viel Zeit bleibt, sage ich mal, wir pumpen jetzt so lange, bis uns die Arme abfallen. Und mit Arme abfallen meine ich auch Arme abfallen. Drücke Eingabe, um mit dem Training zu beginnen. Ja, so mache ich das auch immer. Ich gehe ins Fitnessstudio und drücke Eingabe. Bam! Wende auf und ab, um ein Gewicht auszuwählen. Leertaste, Auswahl, Eingabe beenden. Okay. Ich würde sagen, wir sind noch schwach. Wir fangen mit 14 an. Haha. So. Um die Handeln zu stemmen, drücke abwechselnd Leertaste und Maustaste L. Was? Yeah, man. Come on, CJ. Come on. Oh, yeah. Oh, du kannst jetzt eine Zwei-Mann-Gang einführen. Weil wir jetzt Muskeln kriegen. Gib der Handel, ja. Muskeln aufgebaut. Du bist gut durchtrainiert. Weiter so, dann werden deine Attacken mehr Schaden reißen. Oh, das gefällt mir. Wir machen Attacken wie Superman und der Hulk zusammen. Komm schon. Komm schon, du bist hier. Komm, CJ. Du bist schwarz, du musst deine Muskeln aufbauen, Alter. Du musst gut aussehen, komm. Du bist noch klein und schmächtig. Ein halbes Hemd bist du erst. Ein halbes Hemd. Nicht schwerer als das Unterhemd, was du gerade trägst. Komm. Das geht besser, komm. Ja. Oh. 30 machst du, Junge. 30 machst du locker. Ja. Heb die Hanteln aus Gold. Pures Gold ist das. Pures Gold. Ist Gold eigentlich schwer? Okay. Express yourself. Das ist doch gerade in dieser jetzigen Autowerbung da. Welches? Warte, das Lied. Das ist aus dieser einen Autowerbung. Oh, für welches Auto war das denn? Für welche Automarke? Express yourself. Express yourself. Oder war das ein Auto? Ich glaube schon. So, ein bisschen die Brust trainieren. Mit 30 Kilo, 40 Kilo. Du hast ja gerade ein bisschen aufgewärmt. Machen wir ja 40 Kilo. Oder? Ja, komm. Muss ich hier das gleiche machen? Ich hoffe nicht. Ja, muss ich. Okay. Man hört jetzt bestimmt richtig, wie ich auf meine Leertaste hämmer. Bam, bam, bam. Und bam, bam, bam. Pumpen, pumpen. So geht das, Leute. Nehmt schön die Tastatur und eine Maus mit und dann kriegt ihr genau solche Muskeln. Ich krieg gerade einen Krampf in der Hand, aber egal. Für heute hast du dein Limit erreicht. Komm morgen wieder. Ah, yeah. Ja, mach deine Moves mit Recht. So, Statistik ansehen. Ja. Respekt ist immer noch nichts zu sehen, aber die Muskeln haben sich verbessert. Hier. Bam. Bam, bam, Alter. So kann ich den Leuten geben. So. Kann ich jetzt eigentlich schon mit meinen Muskeln? Oder habe ich noch zu wenig Muskeln? Muss ich mal gucken. Man braucht nämlich... Um Verneinen zu haben. Drücke B, ja, Z, okay. Man, you're an embarrassment. Get yourself some muscles first. Screw you. Ich würde jetzt am liebsten haben. Am liebsten würde ich... Ja, nein, ich lasse es mal. Ich glaube, es ist illegal, ein paar Leute zu schlagen. Auf jeden Fall war es dann erstmal mit diesem, Part. Wir machen beim nächsten Mal wieder ein paar Missionen. Ja. CJ verabschiedet sich mit einem Fahrrad. Bike. Bis demnächst und tschüss.